Das zweite Match des Alpera Cups findet vor 1500 Zuschauern in der Bozner Eiswelle statt. Nach dem Auftaktsieg gegen Pustertal kann sich die Mannschaft von Tom Bockel mit einem weiteren Erfolg gegen Italienmeister Ritten schon vorzeitig den Pokal sichern. Die Weiß-Roten knüpfen dort an, wo sie am Tag zuvor in Bruneck aufgehört haben. Sie drücken die Rittner Buben in die eigene Abwehr und verzeichnen bereits in der ersten Spielminute diesen Lattenschuss durch Hannes Oberdörfer. Zwei Minuten danach spielt Andrew Yoga mit diesem herrlichen Querpass Alexander Ecker frei. Der Kapitän der Foxes bedankt sich und bringt seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Bozer will den Sack gleich zumachen. Körnis zuspielt zu Oleksson. Der Kanadier vergibt allein vor dem Rittner Schlussmann Patrick Killeen. Dann muss Everson auf die Strafbank, aber Bozer bleibt auch in Unterzahl brandgefährlich. Jogan startet zum Konter, wo Drolethofer kann ihn nur noch mit einem Foul stoppen. Die Unparteiischen entscheiden auf Penalty und den verwandelt Andrew Jogan sicher zwischen den Beinen von Killeen. 8 Minuten sind gespielt, Bozen liegt schon 2:0 vorne. Die Weiß-Roten bleiben am Drücker. Roddy Reed mit dem Pass zu Daniel Glierer. Diesmal gewinnt der Rittner Torhüter das Duell. In der 14. Minute diese kuriose Szene. Oskar Ahlström mit einem Heber, Simon Kostner behindert noch den Bozner Schlussmann Smith und der Puck rutscht ins Tor zum 1:2 Anschlusstreffer. Der Treffer wird dem schwedischen Stürmer zugeschrieben. Der Startdrittel endet dann mit einer Strafe gegen Simon Kostner und die nutzt Bozen nach der Pause nach nur 25 Spielsekunden eiskalt aus. Reed zu Jogan, zurück zu Brody Reed, das 3:1 für den Able Club. Dann verletzt sich Christian Bogatello nach diesem Foul von Michele Marchetti an der Schulter, beißt er da auf die Zähne und macht weiter. Und Ritten könnte in doppelter Überzahl sogar wieder die Partie spannend machen, kann aber aus dieser Situation kein Kapital schlagen. Anders beim HC Bozer. Dudin muss auf die Strafbank und dann geht es blitzschnell. Oleksson zu Nick Palmieri, wieder zurück zu Oleksson, weiter zum Freistetten Max Everson. Das 4:1 nach dieser Traumkombination der Weiß-Roten. Ritten kann da nur zuschauen. Nach dem letzten Seitenwechsel gehen die Buben die Kräfte aus und Bozen baut den Vorsprung weiter aus. Anton Bernhard, der am Tag zuvor sein Studium in Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung an der Universität Bozen abgeschlossen hat, schickt Valerin das 5:1 für den HC Bozen. Fast im Gegenstoß lässt Viktor Ahlström den Bozer Verteidiger Clark Seymour stehen und bezwingt dann auch noch Schmidt zum 2:5 Anschlusstreffer. Die beiden schwedischen Zwillingsbrüder können sich also beide in die Torschützenliste eintragen. Den Schlusspunkt setzt schließlich 9 Minuten vor Spielende Dennis Körney. Markus Gander versucht es mit einem Distanzschuss. Der Puck prallt ab. Albert zögert einen Augenblick zu lang und Körney staubt zum 6:2 ab. Dabei bleibt es auch. Auch weil Alexander Ecker kurz vor Spielende noch einen Penalty vergibt. 6:1 gegen Pustertal, 6:2 gegen Ritten. Spiel, Satz und Match. Bozen holt sich den Alpera Cup 2016. Generaldirektor Johann Wohlfahrter übergibt den Pott Kapitän Alexander Ecker und Coach Tom Bockel. Wir haben gesehen, wo wir noch ein bisschen arbeiten müssen. Vielleicht die Resultate schauen so aus, als ob es so leicht gegangen wäre. Aber nein, die Bruneck und Ritten haben sich sehr gut dagegen gestemmt, aber trotzdem sind wir froh, dass wir jetzt den Cup gewonnen haben.